Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kena Bridge of Spirits. Wir haben es heute mit Taros fiesen, korrumpierten Geist zu tun. Ich schaue gerade nochmal, ob ich noch irgendein Upgrade hier freischalten kann. Drücke R während du einen Bogen spannst, um die Zeit kurz zu verlangsamen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, ne? Das würde mir vielleicht tatsächlich ein bisschen helfen. Ach, so ein Charme können wir hier auch einsetzen, vielleicht. Schaden des Stabs ist nach Parieren mäßig erhöht. Geheilte Stärke. Schildenergie bei Parade vollständig wiederhergestellt. Das hier wäre eigentlich voll cool. Wie viel kostet denn das Upgrade? Aber ich kann mir beides leisten. Dann lasst uns das doch einfach mal tun. So, dann schauen wir mal, ob das irgendwie was bewirkt. Da lang muss ich. So, und dann hoffe ich mal. Hallo? Oh nein, sein Ernst? Okay, also das mit der Schildenergie hat mir jetzt noch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ach, ich brauche gar nicht mehr springen. Okay, also das war schon mal nichts, ne? Die Schildenergie lädt sich nach einer Parade vollständig wieder auf. Habe ich jetzt nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Aber wir schauen noch mal. Ach so, wartet mal, ich wollte mal gucken, habe ich nicht irgendwie so einen Konter? Wenn du halte eine Rottaktion, wenn du einen Angriff erfolgreich parierst. Okay, ja, da muss ich erst kurz vorher drücken, ne? Achso, und hier einen Wirbelangriff kann ich machen. Ah, okay, gut. Schauen wir mal. So, dann mal, los geht's. Also, das einzig Einfache hier, dieser Schuss mit Zeitlupe. Alles, was danach kommt, wird schwierig. Nix ist. Okay, wir rennen halt weg.
Mann, das gibt's doch nicht. Hilfe! Aber die Lampe kurz an. Weg, weg, weg. Aua, aua, nicht gut. Überhaupt nicht gut. So, die will ich jetzt gern benutzen. Hilfe. Oh mein Gott, Hilfe. Komm schon, ey, der Controller, der ist zu... Nein. Oh. Wo ist er? Da drüben. Hab ich ihn erwischt? Ich würde denken, ja. Wow. Ihr habt es ja nicht so mitbekommen, ne? Aber ich saß wirklich über 2 Stunden an diesem Kampf. Ich werde die ganze Scheiße rausschneiden. Aber das ist so, so schwierig. Also meine Tipps für den Kampf, ne? Wenn ihr es wirklich irgendwie auch ein bisschen struggelt. Hebt euch diese Rottaktion, also seine lila Blase, hebt euch die für Stufe 2 auf jeden Fall auf. Und versucht da auch irgendwie mit möglichst vollem Leben und dem vollen Rotthammer und sowas reinzukommen, und dann bleibt er ein bisschen auf Distanz, irgendwie rennt, ne? Seid nicht so ungeduldig, rennt, beschießt ihn mit dem Bogen, versucht die Laterne zu treffen, wenn die leuchtet, aber konzentriert euch ja wirklich irgendwie aufs Ausweichen. Oh, ich habe fast einen Krampf in der Hand. Okay. So viel dazu, ich kann die Kamera nicht drehen. Ah, jetzt kann ich die Kamera drehen. Was gibt's da drüben? Eine Blume, oder? So, ich meine, es ist klar, wo ich hin soll, aber es ist natürlich auch klar, dass ich mich hier erstmal umsehe. Okay, hier kann ich nicht raus. Soll ich nicht raus? Darf ich nicht raus? Okay. Ah, hier ist Tarus Geist mit der Fuchsmaske. Den habe ich gerade gar nicht gesehen.
The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Ist das sein Papa? Nee, der lebt nicht mehr, ne? Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. Happened the next morning. Explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Oh no! No! Benny! Saya! It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine.
It's okay. You have to go now. Kehre zum Maskenschrein zurück, um Taro zu ehren. Wow. Also ich würde sagen, das war richtig gut. Was kann ich hier tun? Ah, meditieren. Okay, also ich muss nochmal anmerken, das Spiel ist wirklich, wirklich schön. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Bei Taros Baum. Okay, und ich soll jetzt ins Dorf zurück. Aber ich habe ja hier noch überhaupt nicht alles gefunden. Mir fehlt noch ein Hut, noch ein Blumenschrein. Drei Rott fehlen mir hier noch irgendwie. Was ist denn das hier? Der, ach, im Vergessenen Wald habe ich noch nicht alles und Taros Baum halt auch nicht. Oh. Im Dorf sowieso nicht. Auf dem Russo-Berg habe ich alles. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, hier muss ich mich irgendwie noch mal ganz genau umsehen, wo sich hier noch was verbirgt. Kann ich hier gar nicht rein? Nee, hier ist schon eine Wand. Drüben, da war ich aber auch schon mal überall, ne? Genau, hier war doch... Ah ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay, alles klar. Und hier in der Gegend gibt es noch so viele Rott. Habe ich das da oben schon mitgenommen? Na, scheinbar ja. Für so Sammelspiele, ich würde mir da manchmal wirklich so eine kleine Hilfefunktion wünschen, ne? die einem so einen Hinweis gibt, jo, hier in dieser Gegend so, das ein bisschen eingrenzt einfach, ne? Also nicht jetzt auf den riesigen Wald hier oder Taros Baum, also auf die ganze Region, sondern einfach so sagt, hey, wenn du Hilfe brauchst, guck mal hier, kannst ein paar Punkte irgendwas für ausgeben, Ingame-Währung. Ein paar Kristalle oder sowas und dann kannst du dir so eine Karte kaufen, wo
mögliche Punkte, meinetwegen, ne? Das reicht ja, wenn es mögliche sind, noch eingezeichnet sind. So, wie komme ich denn zum Dorf zurück? Ja, hier lang ist, glaube ich, gar nicht schlecht der Weg. Ah, was? Ich habe ein Geräusch gehört. Was ist denn da drüben? Ah, Beeren. Ah, das war das reife Geräusch von Beeren, das ich da wie Frösche anhörte. Das ergibt schon Sinn. Hier, das Ding habe ich noch nicht abgegrast, aber das gibt nur Kristalle. Hier habe ich einen Rott eingesammelt. Das sieht man an diesen lila Pilzen. So, da ist so ein Ding. Das hatte ich auch schon. Oh no. Ja, da sind auch schon lila Pilze dran. Kann ich eigentlich? Ja, ich kann so eine Maske aufsetzen. Und dann sehe ich hier die Kristalle wieder. Hm. Ist hier ein Blumenschrein drunter? Irgendwas drunter. Ja, genau, hier ist der Blumenschrein. Okay, da muss ich nur rausfinden. Okay, da oben hing irgendwie noch eine Laterne oder sowas. Wo ich so einen Samen herkriege. Den kriege ich hierher. Okay. So, dann kommt mal mit, Jungs. Wir machen jetzt zum Blumenschrein frei. Wenn ich den Weg dahin wieder finde. Ach nee, wenn ich sprinte, dann lösen die sich auf. Okay, das war jetzt natürlich blöd. Hallo, Kamera. Danke. Gut, das war natürlich wirklich blöd. Gibt es denn hinten sonst noch was, wenn ich schon mal hier bin? Da unten? Oh, warte mal, da unten versteckt sich, glaube ich, ein Rott. Hier. Ja, diese lila, keine Ahnung, Schmetterlinge, Leuchteffekte oder was auch immer das sein sollen, die zeigen das immer an. Ah, und hier war auch diese Laterne. So, wenn ich schon mal hier bin. Okay, da kann man nur runterrutschen. So, es kommt. Wir haben was vor uns. Wir müssen einen Blumenschrein frei machen. Ja, komm noch hier. Weiter, weiter. Bäh. So, Blumenschrein abgehakt und jetzt fehlen mir noch zwei Rott und ein Hut. Das heißt, irgendwo muss es noch eine Kiste geben. Ja. Also komme ich da echt nicht hoch. Aber auch nicht.
Aber da oben sind halt so Kletterfelsen. Also irgendwie soll ich da doch hoch, scheinbar. Ich rutsche schon direkt von der Kante immer ab. So komme ich ja nicht durch. Ich muss da irgendwie anders hochkommen. Aber hier komme ich dann auch nicht mehr hoch, ne? Hier ist ja dann direkt Höhle irgendwie. Wie komme ich denn da hin? Mein Controller vibriert hier. Der will mir irgendwas mitteilen. Von der Seite da irgendwie ran. Das sieht aber auch nicht so aus. Leute. Wie funktioniert denn das? Fehlt mir dazu irgendwie der Dreifachsprung oder sowas? Da komme ich halt auch nicht hoch. Aber diese Kletterkanten, die müssen ja eigentlich irgendwo hinführen, ne? Da oben irgendwie langlaufen von einer ganz anderen Seite aus. Ich laufe einfach mal in die Richtung hier rum. Aber hier kommt man auch nirgendwo an. Da ist so eine Blüte. Oh, die habe ich nicht gesehen vorhin. Deswegen auch der Baumstumpf hier. Okay, alles klar. Ja. Fuck. Da hing ich für einen kleinen Moment fest und hatte so ein bisschen Panik. Ah, guck mal. Und jetzt bin ich nämlich hier oben. Und jetzt können wir hier die witzige Klettertour machen, haha. Und dann kommen wir hier nämlich noch bei einem Rott an. So, und dann fehlen hier irgendwie noch ein Rott und ein Hut. Und das heißt, eine Gegend hier habe ich noch gar nicht gesehen, wahrscheinlich. Da hinten irgendwo. Bei Taros Baum. Ah. Ja, keine Ahnung, gucken wir uns später an. Erstmal gehen wir zurück ins Dorf. Wir haben noch ein bisschen Geisterpost abzugeben und sowas. Wozu gehört denn das hier eigentlich? Ach, das gehört ja auch noch zu Taros Baum. Ja, dann schauen wir doch hier nochmal beim Haus vorbei. Aber ich glaube, das habe ich sehr, sehr gründlich abgesucht.
Oben ist so eine... Ah, ich kann hier drin nicht springen. Okay, ja. Das war's. So, und jetzt sind wir nicht mehr in Tarusbaum, ne? Ja, jetzt sind wir auf dem Waldpfad. Achso, aber... Das gehört ja auch alles noch zu Tarusbaum. Okay, dann schauen wir uns hier nochmal ganz genau um. Auf dem Weg ins Dorf. Achso, das hier war nur der Weg nach oben scheinbar. Ach, hier kann man aber noch stehen vernünftig. Ja klar, hier wird man dann hochlaufen können. Das ergibt schon Sinn. Achso, und dann kann man hier so links und rechts laufen, wenn man da Bock hat. Hier gibt es ja auch nichts weiter. Hm. Als wenn ich mich hier schon mal umgesehen hätte. Da kann ich nicht drauf. Zu bemoost oder sowas. Hier. Bist du der Haufen? Der, nee, der war glaube ich ganz woanders. Irgendwo gab es noch so einen Laubhaufen mit dem Rott drin. Denke ich. Also Tarusbaum müssen wir uns irgendwann nochmal angucken. Kabums. Geisterpost. Ah, mir wird sogar angezeigt, wo die Geisterpost hingehört. Schauen wir hier noch mal rein heute. Oh, wird da hinten die Brücke neu gebaut? Das hat so geleuchtet da hinten. Nee, aber so weit sind wir scheinbar noch nicht. Die ganz ohne Kampf und so. Hier ist noch eine Kiste. Ja, okay, also mit Kristallen kann ich mich totschmeißen. Das Problem ist natürlich, für diese Kristalle. Kann ich mir nicht irre viel kaufen. Ein paar Rotthüte, vielleicht ein Outfit, falls ich mal irgendwann eins finde. So, ich muss den noch einsammeln. Oh, noch ein Hut. Marienkäferhut. Ha. Das sieht ja cool aus. Und da oben die Blüte, die ist noch zugewachsen. Da muss ich also irgendwo noch eine Geisterpost ausliefern. Ich habe noch ganz viel Geisterpost. Und warte, wenn ich hier
Rechts über die Brücke. Wo ist denn rechts über die Brücke? Hier rum? Und da ist keine Brücke. Ja, aber das wäre der kürzeste Weg. Die Brücke ist eingezeichnet auf der Karte. Aber warte mal, hier ist eine Blume. Aber auf der Gegenseite ist keine Blume. Oder bin ich nur blind? Nee, ich sehe da drüben keine Blume. So, wo will ich denn hin? Zum Hutwagen? Ich würde ja gern zum Maskenschrein erstmal gehen. Muss ich sagen, aber da kommen wir halt sowieso am Hutwagen vorbei. Kommt, Leute, wir machen heute noch ein bisschen was. Ich habe gerade Bock. Ist gerade so schön hier. So, irgendwo hier soll ich doch auch Geisterpost abgeben. Ja, direkt vor mir hier am Haus eigentlich. Ah, da ist der Briefkasten. Okay, aber es bleibt erstmal eklig. Das heißt, wir müssen die Knolle hier halt noch finden. Die Geisterknolle. Da. Ein ganz toller kleiner Bauernhof ist das hier. Ich dachte, du kannst es kaputt machen, damit ich da durch kann irgendwie. Fehlt mir dafür noch was? Ja, komm schon. Da oben ist die nächste Geisterpost. Abzuliefern, aber wir schauen erstmal hier. Das Haus habe ich ja auch frei gemacht. Achso, hier ist dann diese Kiste. Okay, alles. Ja, da bin ich ja schon mal hinten rumgelaufen. Warte, aber hier. Ja, okay, das war ein leeres Gefäß, das ich da gesehen habe. Achso, da oben war die Post, die so geleuchtet hat, ne? Ich nah ran an den Briefkasten. So, das ist dann erstmal die gesamte Geisterpost, die wir hier abgeben können. Oh, da gibt es ja richtig viel Zeug zu holen. Eine Herausforderungskiste. Oh, oh nein, das ist irgend so ein Turnier, glaube ich, ne? Da sind drei Kisten, die erst die kleinste leuchtet und die werden dann immer größer. Ja, okay, also das hier ist so ein bisschen Arena-Kampf.
Habe ich verstanden. Wie komme ich hier wieder hoch? Da. Okay, also großes Gebäude in der Mitte, Arena. Ups. Oh, hi. Alles gut bei euch hier? So, für euch habe ich noch keine Post. Hi. Ja, hier sind jetzt überall schon mal wieder Geister, die halbwegs glücklich aussehen oder zumindest... quasi ein normales... ihr normales Leben vor dem Tod widerspiegeln. Sagen wir das einfach so. So, hier rechts. Ah, da ist der Hutwagen. Dich habe ich doch gesucht, guck mal. Wir brauchen nämlich noch einen Marienkäferhut. Und einen Tannenzapfen. Und einen Hirsch. Mega. Taro. Taros Maske für 500. Maske der Geschwister. Ja, wieder ausrüsten. Ich würde denken, die sind alle ausgerüstet. Also ich habe natürlich deutlich mehr kleine Rott als Hüte. Aber das kann sich ja vielleicht noch ändern. So, Outfits, immer noch keine. Ah, vielleicht kann ich die da in der Arena gewinnen oder so. So, und dann gehen wir hier nochmal zum Schrein schauen. Ach hier, der Friedhof. Prüfungen. Interagiere mit der vergessenen Schnitzerei hinter dem Maskenschrein, um Bosse zu wiederholen und dich spannenden Herausforderungen zu stellen. Was? Indem du neue Prüfungen meisterst, die im Laufe ihrer Reise freigeschaltet werden, kann keine einzigartige Outfits, Zaubersteine und Rotthüter verdienen. Ach, das ist ja dreckig. Ich will die ganzen Bossgegner nicht nochmal. Nee. Einfach nur nein. Okay. In dem Fall würde ich sagen, speichere ich hier für heute mal. Ach, Taros Maske ist jetzt da links rangebunden an den Stein. Wir machen hier Schluss, machen da beim nächsten Mal weiter. War anstrengend heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.